Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Wassermänner, bei mir bei eurer Crazy Owl zu eurem Zwischenimpuls für April 2024. Für alle, die den Wassermann als Standzeichen haben, im Mond, Venus oder Aszendent. Wie immer, allgemeine Legung, Rollen können vertauscht sein, diese Legung ist zeitlos und du schaust die Legung bitte immer in deiner eigenen Verantwortung. Wenn's nicht deine Legung ist, mach's auch nicht zu deiner Legung. Wilma ist natürlich am Start und wir legen heute mit dem Crawley Tarot, Erat Aliquando, meinem Lineart Lenormand und natürlich gibt's eine Faul-Rune für euch mit dazu. So, schon geht's los, liebe Wassermänner, und wir schauen mal, welche Energie bei euch gerade im Feld ist. So, was haben wir denn da bei den Wassermännern? Was ist gerade für eine Energie? Das sind zu viele, lieber Wassermann. Da lege ich noch in einer halben Stunde. So, nochmal. 1 bis 2 Karten, bitte. Was haben wir bei den Wassermännern gerade im Feld? Okay. So. Wir haben die 3 der Schwerter und die 8 der Stäbe. Okay, ich habe das Gefühl, liebe Wassermänner, wir haben ja gerade eine ganz interessante Konjunktion mit dieser Sonnenfinsternis hier, die am 8. April war. Und da gab es ja so eine Konjunktion mit dem Mondknoten und Chiron. Und Chiron ist der Heiler. Und der hat eine Umlaufzeit von 50 Jahren. Und deswegen geht es vielen, die so in dem Alter, ne, so Ende 40, Anfang 50 gerade sind, dass diese Energien bei ganz vielen bewirken, dass nochmal so Altersschmerz hochgespült wird, weil Chiron eben diesen Schmerz ans Licht bringen will. Jetzt hast du hier sehr stimmig dazu 2 Karten. Wir haben die 3 der Schwerter und die 8 der Stäbe. 3 der Schwerter, das ist der Herzschmerz. Ja, das sind die tiefen Verletzungen, die man im Laufe des Lebens vielleicht erfahren und verarbeiten durfte, musste, konnte. Und wir haben die 8 der Stäbe. Die 8 der Stäbe ist eigentlich so eine Energie, das ist eine der schnellen Karten im Tarot. Da ist Bewegung drin, da prasseln Impulse auf einen ein, viele Nachrichten, Begegnungen, Treffen. Jetzt hast du das aber hier als interessante Kombination liegen. 3 der Schwerter und 8 der Stäbe. Und ich glaube, wenn du hier in Resonanz bist, dann hast du gerade die Energie, dass dir ganz viele Impulse um die Ohren fliegen, die alte Themen nochmal anrühren, altes Herzeleid nochmal hochspülen. Ja, und das ist natürlich, sage ich jetzt mal, eine Energie, da muss man schon dann gut atmen können, wenn man da nochmal konfrontiert ist. Aber es geht hier wirklich mit der verdeckten Energie der 6 der Schwerter darum, dass du unter diese alten Wunden, wenn du die dir nochmal anschaust und wirklich, wirklich final heilst, dass du dann hier mit den 6 der Schwertern einen Schlussstrich drunter ziehen kannst und auf zu neuen Ufern aufbrechen kannst. Ja, spannende Energie. So, jetzt schauen wir mal, was hier Erat Aliquando ergänzt. So, was haben wir denn da für die Wassermänner? Das ging aber schnell. Okay, wir haben die uralte Eibe, der Kobold, die Maus. So, was haben wir noch? Der Rahmen und das Schneeglöckchen. So, jetzt schauen wir gleich noch, was das Lenormand ergänzt und dann gehe ich für euch in die Deutung. So, was ergänzt hier noch das Lenormand? Dankeschön. Die Störche und die Lilien. Sehr cool. Okay. Also, liebe Wassermänner, ne? Also wie gesagt, Zeichen, Erinnerungen prasseln auf euch ein, Impulse prasseln auf euch ein, die euch immer wieder an alte Wunden oder schwierige Zeiten in eurem Leben erinnern.
Dieses Ganze ist aber dazu da, damit ihr hier mit den Sechs der Schwertern einen Schlussstrich drunter ziehen könnt. Ja? Auf zu neuen Ufern aufbrechen. Und wir sehen, das ist für euch ein ganz gravierendes Frühlingserwachen. Wir haben die Spiegelung von der uralten Eibe auf das Schneeglöckchen. Die uralte Eibe sagt immer eine Portaldurchschreitung an. Und mit dem Schneeglöckchen ist der Frühling gefallen. Das ist ein zartes Pflänzchen, das sich hier in der Kälte schon aus dem Boden hervorwagt und sagt, hey, ich bringe die Frühlingsbotschaft. Und du stehst hier wirklich vor so einer Art Neuauferstehung. Ja, das ist so eine Portaldurchschreitung, in der du gerade bist. Und diese Portaldurchschreitung hat eben etwas damit zu tun, mit der Spiegelung vom Kobold und Rahmen, habe ich das Gefühl, dass du ganz oft mit Themen der Grenzüberschreitung konfrontiert wurdest. Wir haben den Kobold und der Kobold ist so eine diebische Energie, der stiehlt dir deine Herzenswünsche. Jemand, der dich deiner Herzensliebe beraubt hat, der dich wirklich tief verraten oder verletzt hat. Und mit dem Rahmen, das ist eben normalerweise der Rahmen, der eben gesteckt wird in deinem Leben, den du, deine Grenzen, die du für dich setzt, wie werden Grenzen gewahrt? Und ich nehme hier wahr, dass du es vielleicht immer wieder mit dem Thema Grenzüberschreitung zu tun hattest. Kann jetzt sein, weil du selbst deine Grenze nicht setzen konntest oder weil jemand einfach hier koboldmäßig drüber gelatscht ist. Ja, und du bist hier aber mit der zentralen Energie der Maus dabei, hier einen Weg zu finden. Der Mausfreund ist eine positive Karte im Erat Aliquando. Der hat nämlich einen Dietrich in der Hand und der entscheidet, welche Türen er öffnet und welche er verschlossen lässt oder schließt. Der findet immer einen Weg. Und du bist hier jetzt gerade dabei, für dich wirklich einen neuen Weg zu finden, zu wissen, hey, ich finde immer einen Weg und ich habe auch eine Lösung. Ja, und das ist eine gute Energie, die eben diese Portaldurchschreitung hier raus aus den alten Verletzungen, die du vielleicht auch bisher immer wieder emotional oder gedanklich durchgeknödelt hast, immer wieder aufgewärmt hast, ne, und fast schon vielleicht manchmal mantramäßig dir selbst erzählt hast, wie schlimm das alles war. Hier findest du jetzt einen Weg, einen Schlussstrich zu ziehen. Und das ist gut, weil wir haben hier unten den Prinz der Kelche. Und darunter liegt noch als verdeckte Energie das Ass der Kelche. Also ich glaube, du kannst hier eine ganze Menge mit der verdeckten Energie, eine ganze Menge Frieden schaffen. Ja, das ist wirklich eine sehr, sehr schöne, heilsame Energie. Und das Lenormand sagt ganz klar, hey, mit den Störchen, du gehst hier in eine positive Veränderung und mit den Lilien geht es um Leidenschaft, um Anziehungskraft, um Familie, um Erblühen. Ja, also diese positive Veränderung wirklich in Harmonie zu erblühen, die winkt dir hier, wenn du die Kraft des Chiron, den wir jetzt astrologisch im Feld haben, hier vielleicht auch mit nutzt. Der Schlussstrich wird definitiv kommen. Ja, der steht an. Du kannst natürlich auch bis zum St. Nimmerleinstag warten. Ne? Also da schwankst du vielleicht noch so ein bisschen hin und her. Aber du bist bestrebt, hier mit der verdeckten Energie der Balance ein Gleichgewicht zu schaffen. Also deine Mitte auch zu finden. Ne? Die Balance steht auch dafür, die Mitte zu finden und wirklich eben sich nicht mehr von diesen alten Wunden hier aus dem Takt bringen zu lassen. So, und welche Rune haben wir jetzt da für die Wassermänner? Da haben wir sie schon, die Isa. Die Isa ist das Eis und die Isa ist das Ich. Ja, es geht um dich. Wer bist du? Ja, du willst eine positive Veränderung, du willst erblühen. Ja, die Isa steht auch für die Geradlinigkeit. Die Isa ist auch eine Rune, die ist vergleichbar mit dem Eremiten. Sie steht auch für Rückzüge, etwas, was auf Eis gelegt wurde. Und Dinge, die uns vielleicht immer wieder, also die uns, ne, wenn du in einer akuten Schmerzsituation bist, kannst du die Kraft der Rune Isa rufen, um eine Momentaufnahme einzufrieren.
und in Ruhe zu betrachten, was gerade in dir dadurch ausgelöst wird. Ja, wo fühlst du Wut, wo fühlst du Traurigkeit, wo fühlst du Schmerz? Und dir diese Themen und Aspekte in Ruhe anzuschauen, ja, und das ist, deswegen ist sie auch so eben wie ein Turm, ja, geradlinig wie ein Turm. Und du kannst entscheiden, bleibt die Zugbrücke geschlossen oder öffnest du die Zugbrücke, sodass man sich auch wieder begegnen kann. Deine Entscheidung, lieber Wassermann. Ja, das war euer Zwischenimpuls. Ich freue mich auf eure Feedbacks und Kommentare. Sag ganz, ganz lieben Dank, wenn ihr mir ein Like oder ein Abo dalasst oder dieses Video teilt. Habt eine zauberhafte Zeit, fühlt euch umärmelt und gedrückt. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, eure Crazy Owl.